das Hörspielprojekt. Habt ihr das gecheckt? Es ist die Community. 24 Stunden. Sie schläft nie. Der Club für Hörspielmacher. Check den nächsten Kracher, yeah! Zukunftschroniken. Der letzte Zoo der Welt. Wir befinden uns direkt vor dem Shiny Theater, in dem gleich der oder die erste der Freeze People, wie sie die Presse genannt hat, eintreffen wird. 120 Frauen und Männer werden in den kommenden Wochen ihren Abschied von unserer Welt, nein, das ist falsch, von unserer Zeit nehmen. Freiwillig lassen sie sich für 15.000 Tage in den Tiefschlaf versetzen, um als Menschen der Vergangenheit wieder aufgeweckt zu werden. Darunter befinden sich Wissenschaftler und Künstler, die in einem langen Auswahlverfahren ausgewählt wurden. In Abständen von etwa 14 Tagen werden sie nun für den langen Schlaf vorbereitet. Bisher ist vollkommen unklar, wer die erste Person werden wird. Mein Co-Moderator heute ist Ben Jacobs, der vor kurzem aufgrund des Todes von Mac Caulfield nachgerückt ist und als Nummer 120 in den Schlaf versetzt werden wird. Ben, du bist erst 21. Was hat dich dazu veranlasst, an diesem Experiment teilzunehmen? Hallo Janet, danke für die Einladung. Ganz einfach. Ich habe in dieser Welt alles erreicht. Hatte eine Nummer 1-Hit, eine kurze Ehe mit einem Supermodel. Hatte meinen Spaß. Aber ich möchte ein Pionier sein. Und natürlich meine Karriere in der Zukunft fortsetzen. Du bist der Einzige, der weiß, als wievielter er in den Schlaf versetzt wird. Bei 120 Teilnehmern wird es also noch ein paar Jahre dauern, bis du an der Reihe bist. Keine Angst, dass du es dir noch anders überlegst? Naja, man muss ja einen Vertrag unterschreiben, dass eine ziemlich hohe Strafe fällig wird, wenn man einfach so abspringt. Ups. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt erzählen darf. Schneidet das besser wieder raus. Wir sind live. Ja, aber trotzdem. Ärger kann ich jetzt nicht gebrauchen. Meine Ex nimmt mich schon aus. Ah ja, wir sehen uns später noch. Ich frage mal in der wartenden Menge ein wenig rum. Junger Mann, wer denkst du, wird der Beginner werden? Die Nummer 1. Joy, es wird Joy, der größte Rapper der Welt. Und was meinst du? Francis Delancourt. Ich liebe diesen Kerl. Hast du Sonnenuntergang auf Chiron gesehen? Hammer. Verpasst, hole ich vielleicht nach. Mach das, auf jeden Fall. Ah, ich höre gerade, dass die Limousine ankommt. Oh, die Spannung steigt. Wer wird es sein? Wer steigt gleich aus dem Wagen? Es ist... Ja, ich erkenne sie an den blauen Haaren. Es ist die Popsängerin Blue Monday. Ihr Nummer 1 Hit My Wet Body ist uns noch in bester Erinnerung. Blue Monday, hier bitte. Janet Gates von WTV Late Bird. Hallo Janet. Und ein großes Hallo an die Zuschauer vor dem Bildschirm. Ich liebe euch alle. Deine Fans werden dich vermissen, da bin ich mir sicher. Wenn du in, lass mich rechnen, in ungefähr 40 Jahren wieder aufwachst, werden die meisten alte Leute sein. Wie ist das für dich? Na, ich hoffe doch, dass sie mir treu bleiben werden. Seht ihr diesen Zettel? Was ist damit? Ja, auf der Innenseite steht mein neuer Nummer 1 Hit. Darauf könnt ihr euch freuen. Release in 15.000 Tagen. Eine schöne Idee. Was wirst du als erstes tun, wenn du aufwachst? Ich werde singen. Ein tolles Schlusswort. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Ihr löscht das von vorhin doch jetzt noch, oder? Die Zukunftschroniken. Bisher wurden sie noch nicht niedergeschrieben. Aber wir alle lehren diese Zeit. Heute, hier und an anderen Orten. Die Zukunft kann beginnen. We'll be right back.
2081. Befand ich mich tatsächlich in diesem Jahr? Als ich die durchsichtige Kuppel mit einem surrenden Geräusch öffnete, war mir, als hätte ich nur eine Nacht geschlafen. Mein Bruder Benjamin hatte diese Firma, die auf den Namen Sleepwell hörte, gegründet und so war es, naja, ein großer Marketing-Coup, dass ein Familienmitglied ebenfalls dazu bereit war, an dem Experiment teilzunehmen. Es war abgemacht, dass ich nun die Firma übernehmen würde und Benjamin könnte sich auf seinen alten Teil zurückziehen. Oh, Computer? Welches Jahr haben wir heute? Computer? Der Computer antwortete nicht. Ja, das irritierte mich etwas, da das Gebäude durch eine Reihe von Solarflügeln eine eigene Stromversorgung hatte. Selbst wenn in ganz L.A. der Strom ausfallen sollte. Hey Computer, sprichst du nicht mehr mit mir? Schade, ich hatte die sexy Stimme, die von der Schauspielerin Vivian Sorcara stammte, immer gemocht. Dann würde ich mir jetzt selbst ein Bild von dieser neuen Welt machen. Ich erhob mich und öffnete einen weißen Schrank, in dem mein Lieblingsanzug hing, ein paar Schuhe und ein lässiges Shirt mit der Aufschrift Old Man Alex. Ich hielt das für einen gelungenen Gag und so würde ich vor die Fernsehkameras treten. Also zog ich mich um. Kein Personal hier? Hallo? Schon alle am Wochenende? Ich wusste nicht einmal, welchen Tag wir heute hatten. Ich ging durch die leeren Gänge und wunderte mich über den schmutzigen Zustand. Zwar wuselte einsam und allein ein Reinigungsroboter über den Flur, aber viele andere schienen ausgestellt oder einfach defekt zu sein. Hier stimmte doch etwas nicht. Ich erreichte die Eingangstür und sah, dass sich jemand daran zu schaffen gemacht hatte. Offenbar war sie verschlossen gewesen und jemand hatte sie von innen geöffnet. Ich ging durch die Tür und... Scheiße! Was ist denn hier los? Von dem sonst so quirligen Gewusel auf dem Platz war nichts übrig geblieben. Kein Mensch befand sich hier. Ich beschleunigte meinen Gang, kam zur nächsten Straße. Verlassene Autos, ausgebrannte Wracks und nun sah ich auch Menschen. Stark verweste Körper befanden sich auf den Gehwegen, saßen in ihren Fahrzeugen. Ein Hund labte sich an der Leiche eines Kindes. Ich nahm einen Stein und warf. Weg mit dir! Mieser Köter! Der Hund rannte davon in eine Gasse. Dann ein Aufjaulen. Ich zögerte kurz, beschloss dann aber doch nachzusehen. Vielleicht war da ja noch ein Überlebender. Oder aber die Person, die vor mir aufgeweckt worden war. Ich sah um die Ecke und entdeckte eine Art Raupenfahrzeug, aus dem der Oberkörper eines Roboters herausragte. An den Seiten waren Sonnenpaneele angebracht worden. Ich sah einen bunten Schriftzug. Städtischer Zoo L.A. Der Roboter hiefte den betäubten Körper des Hundes mit einem langen Greifarm auf eine Ladefläche. Dabei drehte sich der Körper um 180 Grad, schnellte dann zurück und sah mich an. Hallo? Spezies, Mensch, Männchen. Ja, ich bin ein Mensch und lass mich überlegen, ein Mann bin ich auch. Was? Der Mistkerl von einem Roboter hatte ein Netz auf mich abgeschossen. Ich schlug hart auf den Boden auf. Schnell versuchte ich, mich von der Last zu befreien, was gar nicht so einfach war. Der Roboter rollte auf mich zu, versprühte ein echt übel riechendes Gas. Ich war sofort weg. Als ich wieder erwachte, blickte ich in das faltige Gesicht eines unrasierten alten Mannes mit lang nach allen Seiten abstehenden Haaren. Er lächelte mich mit seinem fast zahnlosen Mund an und schien etwas in meinen Haaren zu suchen. Es erinnerte mich an das Lausen bei einem Affen. Hey, ich hab keine Läuse. Keine? Nein? Nichts. Ich sehe schon. Ja, ich sehe schon. Wo bin ich hier? Sitzen wir in einem Käfig? Käfig? Ja. Unser Käfig. Man hat mir die Schuhe und den Gürtel abgenommen. Was soll der Mist? Schuhe? Keine Schuhe? Ich hab sie nicht. Was ist hier geschehen?
Wo sind all die Leute hin? Gab es eine Naturkatastrophe oder vielleicht eine außerirdische Invasion oder so ein Mist? Gib dir keine Mühe. George weiß es auch nicht. Oder er erinnert sich nicht daran. Ich blickte mich um und sah in dem anschließenden Käfig eine junge blauhaarige Frau hocken. Ich kannte sie vom Fernsehen. Es war eine Popsängerin, die als erste Teilnehmerin an unserem Experiment teilgenommen hatte. Oh, hallo, ich heiße Alex, Alex Rubio. Ach, das mit den Schuhen geht wohl auf meine Rechnung. Ich habe dem Widerling meine Hochhackigen durch die Gitter an den Kopf geworfen. Da wollte er wohl auf Nummer sicher gehen. Widerling? Welcher Widerling? Den wirst du noch kennenlernen. Er hält sich für den Direktor dieses Zoos. Er heißt Solomon oder so ähnlich. Also ich wurde von einem Roboter eingefangen, so ein Riesending auf Raupen, fast wie ein kleiner Panzer. Ja, der gehört zu Solomon. Und dann gibt's da noch einen weiteren Roboter. Sag mal, Rubio? Hast du etwas mit Rubio Services zu tun? Ja, mein Bruder ist der Boss von dem Laden. Sleepwell ist seine Erfindung. Okay. Und wie heißt du? Blue Monday. Aber so heißt du nicht wirklich, oder? Nein, natürlich nicht. Ist mein Künstlername. Ah, dachte ich mir. Und wie ist dein richtiger Name? Oder soll ich dich mit Blue anreden? Ja, nein. Sonja Garrison. Okay, Sonja. Kannst du mir sagen, was hier los ist? Naja, ich bin vor 14 Tagen aufgewacht. Ich war doch etwas enttäuscht, dass niemand da war, als ich die Augen öffnete. Die Gänge waren menschenleer und der Ausgang des Instituts war verschlossen. Ich habe einen ganzen Tag damit zugebracht, die verdammte Tür zu öffnen. Das war Sachbeschädigung. Kommt auf die Rechnung. Bitte? Erzähl weiter. War nur ein Scherz. Naja, ich bin zunächst ziellos rumgelaufen und dann kam ich hierher in diesen Zoo, da ich einige Leute gesehen hatte. Und wo sind die Leute? Das waren nur Schaufensterfiguren. Die sind auf dem ganzen Zoogelände verteilt. Nur die Tiere in ihren Käfigen waren echt. Hört sich ja creepy an. Ja, wirklich unheimlich war dann der Kerl im Rollstuhl. Und sein Helfer, ein menschenähnlicher Roboter mit so einer Porzellanhaut. Der Alte nannte ihn Adam. Der betäubte mich. Und als ich wieder aufwachte, befand ich mich nackt in einem Käfig mit George. Ist gut, George. Jetzt wird's interessant. Haha. Die wollten, dass ich mit George Sex haben sollte. Vor ihren Augen. Dabei plapperte Solomon etwas von Fortpflanzung und dem Fortbestehen meiner Spezies. Ey, zum Glück regte sich bei George rein gar nichts. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finden oder beleidigt sein soll. Das bedeutet? Genau, dass du wohl der neue Zuchthengst sein sollst. Mir war das Lachen vergangen. Ich hockte in einem Käfig und sollte offenbar den Rammler geben. Nicht, dass mir die junge Dame nicht gefallen hätte. Nur, sie war hübsch, die blauen Haare zwar eher Geschmackssache, aber ansonsten konnte ich nicht meckern. Doch es widerstrebte mir, zum Sex gezwungen zu werden. Da konnte sie noch so hübsch sein. George, wie lange bist du schon hier? Du kannst ja nicht zu unserer Gruppe gehören. Oh, lange. Sehr lange. Einige Monate oder sogar Jahre? Also, immer schon. Nein, das ist nicht wahr. Oder doch? Hat dich der Typ im Rollstuhl hier reingesteckt? Herbert. Es war Herbert. Also nicht dieser Solomon? Doch, das ist er. Herbert Solomon, mein Kompagnon. Genau. Dann warst du auch mal Zoodirektor? Kaufmännischer Leiter. Ich kann rechnen. Sehr gut rechnen. 2 + 2 sind 4. 4 + 4 sind... Was war es denn noch? Der verwirrte Alte versuchte, seine Finger abzuzählen. Erst jetzt sah ich, dass ihm 3 Finger an einer Hand fehlten. Es sind 8, George. 8? Kann denn das stimmen? Also, ich weiß es nicht mehr. George, gibt es noch mehr Menschen hier? Hast du schon welche gesehen? Wir haben viele Schimpansen. Da, siehst du im Gehege gegenüber. Dann noch eine Elefantenkuh, einen Tiger und Ratten. Davon sehr viele. Aber keine Menschen? Es gab da mal eine.
Georgina habe ich sie genannt, aber das war nicht ihr Name. Der war, ich weiß ihn nicht mehr. Und wo ist Georgina? Sie hat hier ausgeholfen. Ein junges Ding. Und hübscher als die da. Besten Dank auch, George. Oh ja. Wenn sie in ihren kurzen Hosen die Affen fütterte, dann habe ich immer gerne zugesehen. Okay, George, aber wo ist sie jetzt? Auch Herbert hat sie gemocht. Sie hatte langes, rotes Haar. Ist sie tot? Ja, armes Ding. Uruk, das war unser Silberrücken. Ein großer Gorilla. Eines Tages hat er durch die Gitter gelangt. Er brach ihr alle Knochen. Ja, und nach einigen Tagen starb sie. Herbert hat sehr darunter gelitten. Aber auch darunter, dass er sie nicht beherrschen konnte. Und hat er den Gorilla getötet? Er hat ihn hingerichtet. Zunächst betäubt und dann langsam zersägt. Das ganze Blut. Das hat etwas mit ihm gemacht. Der Mann ist krank. Er kann nicht gehen. Ach, das meinte ich nicht. Ich hörte den Raupenroboter und sah ihn kurz darauf auch. Ein Greifarm von der Ladefläche öffnete einen Riegel an unserem Käfig und eine kleine Luke wurde geöffnet. Dann warf er einige Stücke rohen Fleisches in den Käfig. Das wiederholte er auch an dem Käfig von Sonja. Das Fleisch ist ja roh. Sollen wir das etwa essen? Was ist das? Was? Meinst du, das war der Hund? Angeekelt drehte ich mich weg. Sonja biss ein Stück von dem Hund ab. Sie bemerkte meinen Blick. Du wirst hier nichts anderes bekommen. Wie kannst du sowas nur essen? Hey, ich habe mich die ersten Tage auch geweigert. Doch, irgendwann war der Hunger einfach stärker. Da, Herbert. Was? Da kommt Salomon. Ich sah einen alten Mann in einem elektrischen Rollstuhl, der schnell näher rollte. Dahinter ein weiterer Mann. Nein, es war eine Maschine, denn seine Gesichtszüge waren zwar menschenähnlich, wirkten aber etwas künstlich. Die Erscheinung des alten Mannes war wesentlich gepflegter als die von George, auch wenn er vermutlich im selben Alter zu sein schien. Seine weißen Haare waren sorgfältig nach hinten gekämmt, der Bart gestutzt. Neugierige Augen starrten mich an. Ich unterbrach die Stille. Also echt mal, das ist Freiheitsberaubung, was Sie hier mit uns betreiben. Ich verlange, dass Sie uns sofort hier rauslassen. Unsere neueste Attraktion freilassen? Nein, das nun wirklich nicht. Unsere Gäste wollen euch sehen. Und wenn erstmal Nachwuchs unterwegs ist, wird der Ansturm unvorstellbar sein. Sie meinen aber nicht diese skurrilen Schaufensterfiguren, oder? Lassen Sie uns doch vernünftig reden. Mein Name ist Alex Rubio. Na, vielleicht kennen Sie meinen Bruder Benjamin Rubio, Inhaber von Rubio Services. Der Hauptsitz der Firma ist gar nicht weit weg von hier. Angenehm. Herbert Solomon, ich bin der Direktor dieses schönen Zoos. Lange habe ich nach einem Weibchen für unser Zuchtprogramm gesucht. Vor einigen Tagen war es nun soweit. Leider ist sie nicht mit unserem alten George kompatibel, wie es scheint. Aber durch eine glückliche Fügung haben wir ja nun dich. Wenn Sie glauben, ich würde Sonja ficken, nur weil Sie es wollen, dann... Ich rüttelte an den Gittern. Natürlich war das zwecklos, aber es verleihte meiner Abneigung gegen seine Ideen Ausdruck. Er würde mit mir nicht mehr Freude haben als mit einem eingesperrten Löwen. Doch dann spürte ich einen stechenden Schmerz im Oberschenkel, sah dort eine Spritze stecken, die sich entleert hatte. Der menschenähnliche Roboter, der sich bisher im Hintergrund gehalten hatte, hatte sie auf mich abgeschossen. Mir schwanden die Sinne. Alex! Alex! Blue, ich meine Sonja. Die haben George aus dem Käfig geholt und mich hier reingesteckt. Haben Sie gesagt, wo Sie ihn hinbringen wollten? Nein. Mist. Er schien vorhin etwas klarer zu sein. Ich hätte ihn gerne weiter befragt. Wir sollten erst am nächsten Tag erfahren, was mit George passiert war. Als der Raupenroboter die Fleischration in unseren Käfig warf, war es ein menschlicher Arm, an dessen Ende eine zweifingerige Hand anschloss. Oh, nein,
Gott. Dieser verdammte Wahnsinnige. Wir können nur hoffen, dass uns einer der übrigen 118 jetzt noch schlafenden Teilnehmer finden wird. Was ist, wenn nicht? Wie wahrscheinlich ist es, dass ihr erster Gang ausgerechnet in den Zoo geht? Es war ein verdammter Zufall, dass wir uns hier begegnet sind. Scheiße, wäre ich doch einfach in die andere Richtung gegangen. Aha, ja, vielen Dank. Sorry. Also, okay, war jetzt vielleicht etwas egoistisch. Hör mal, ich mag dich irgendwie. Und während wir uns in einem Club begegnet, legen wir jetzt bestimmt gemeinsam in der Kiste. Ach, ja? Naja, ich meine natürlich, wenn du auch gewollt hättest. Hört sich schon besser an. Ja, kann sein. So übel bist du nicht. Na, vielleicht hätte ich mich sogar hinterher dazu überreden lassen, deinen Gesangskünsten zu lauschen. Hey, andere zahlen viel Geld dafür. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir müssen uns etwas überlegen, wie wir hier rauskommen. Wir werden nicht bei diesem perversen Zuchtprogramm von Solomon mitmachen. Wir... Verdammt, was macht der da? Ach, der Roboter sammelt Figuren ein, um sie vor dem Käfig aufzustellen. Das hatte letzte Woche auch gemacht, als ich mit George Sex haben sollte. Das, sind die Zuschauer. Hey Roboter! Dein Herr ist ein verrückter Scheißkerl! Hey, hörst du? Ach, der spricht nur selten. Er hat mir nur einmal mitgeteilt, dass ich ein Weibchen wäre. Das ist ja auch nicht zu übersehen. Was für eine schlaue Maschine. Aber mir war eigentlich nicht zum Scherzen zumute. Der Verrückte hatte George umgebracht, um ihn an uns zu verfüttern. Was würde er machen, wenn wir nicht taten, was er wollte? Wir mussten eine Entscheidung treffen. Mir war, als würde der Abend eher als sonst einbrechen, als ich das Surren des Rollstuhls hörte. Um unseren Käfig herum waren Fackeln entzündet worden und ließen die leblosen Figuren bizarr und unheimlich wirken. Siehst du das? Die Figur da? Ja, sie hat rote lange Haare. Und die Kleidung einer Zoobediensteten. Georgina. Solomon blieb neben der Figur stehen, betätschelte zärtlich ihre Taille. Dann holte er ein Opernglas hervor, dieser verdammte Spanner. Der menschenähnliche Roboter war hinzugekommen und auf ein Zeichen beugte er sich zu Solomon herunter. Sie können anfangen, Adam. Wir sind vollzählig. Beginnt, Menschen. Ich ging auf Sonja zu, hielt sie am Arm und zog sie zu mir. Sie wehrte sich, war abweisend, entwand sich aus meinem Griff. Ich unternahm einen weiteren Versuch, sie entkam mir wieder und drängte sich an das andere Ende des Käfigs. Schluss mit dem Umschanz! Die Gatte sie! Sonja stand immer noch in der Ecke des Käfigs. Ich drückte sie gegen das Gitter. Sie schlug mit beiden Fäusten zu. Ich erhielt einen Schlag in den Magen und einen ins Gesicht. Ich ging zu Boden wie ein Wrestler und blieb liegen. Widerspenstiges Biest! Wieder hörte ich das pfeifende Geräusch, als die Betäubungsspritze von dem Roboter auf Sonja abgeschossen wurde. Wie enttäuschend. Adam, hol das Weibchen aus dem Käfig. Wir werden es die Tage nochmal versuchen. Sehr wohl. Der Roboter öffnete unseren Käfig und bückte sich nach Sonja. Er bemerkte zu spät, dass ich mich erhoben hatte, seinen Hinterkopf griff und mit Schwung zwischen die Gitterstäbe schob. Der ganze Körper zappelte ungelenk. Die Hinterkopfplatte hatte sich gelöst und gab eine Vielzahl an Kabeln frei. Ich fasste wahllos hinein und zog einige heraus. Der künstliche Körper erschlaffte. Was hast du getan? Wir sind keine Tiere. Ich werde nun mit Sonja gehen, hören Sie? Das glaube ich nicht. Du wirst mein Zuchtprogramm nicht durchkreuzen. Der alte Mann tippte etwas auf seiner Konsole ein. Vermutlich wollte er den Raupenroboter zu Hilfe holen. Ich stürmte aus dem Käfig und riss mit den Händen das kleine Display aus der Halterung des Rollstuhls. Nichts da, alter Mann! Du wirst uns nicht aufhalten! Was hast du vor mit mir? Ich sollte dich in einen der Käfige stecken, bei den Schimpansen vielleicht. Aber erstmal will ich einfach nur weg hier. Auf Wiedersehen! Ich gab dem Rollstuhl einen kräftigen Tritt, sodass er ein Stück rückwärts rollte. Dann ging ich zurück in den Käfig, hob Sonja auf und verließ den nicht sehr gastlichen Zoo.
Sonja war nicht sehr schwer, aber auch 50 Kilo trägt man nicht ewig. Ich hatte den Zoo hinter mir gelassen und war nach einiger Zeit einfach in ein Gebäude gerannt, das ich tatsächlich noch von damals kannte. Nur hieß das Restaurant nun nicht mehr Lobster Palace, sondern einfach Ivis. Ich legte Sonja auf eine gepolsterte Sitzbank. Schon kurz darauf kam sie zu sich. Hey du, wieder wach? Die Prügelei sollte doch nur gespielt sein. Hast du einen Schlag? Entschuldige, es musste doch echt aussehen. Aber doch nicht so echt. Mein Kind tut immer noch weh. Moment mal, wo sind wir? Früher hieß das mal Lobster Palace. Wie lange sind wir schon hier? Oh, ein paar Minuten. Und was ist mit Solomon? Ich habe seinen Rollstuhl demoliert. Allerdings konnte ich dem alten Mann nicht wirklich was antun, auch wenn er George auf dem Gewissen hat. Sonja sprang auf, sah sich kurz um und verschwand dann durch eine Schwenktür. Scheiße. Ich hörte es klappern. Dahinter befand sich offenbar die Küche. Sonja? Hey, Sonja! Zieh dein Shirt aus! Meinst du, das ist der richtige Zeitpunkt, um... Mach schon! Also gut, wie du willst. Du hast kalte Hände. Halt still! Du wurdest gechippt. Unterhalb des rechten Schulterblatts. Verstehe, der Roboter kann also unsere Fährte aufnehmen. Das vermute ich. Hier, siehst du? Wie bei meiner Katze. Okay, jetzt bist du dran. Ja. Siehst du den Chip? Man kann ihn fühlen. Ja, da ist er. Okay, Zähne zusammenbeißen. Schon vorbei. Da, er ist schon da. Los, ich weiß, wo der Hinterausgang ist. Rasch zogen wir uns unsere Shirts wieder an. Dann ergriff ich ihre Hand. Es schepperte und als ich einen Blick zurückwarf, sah ich, wie der Roboter durch das Schaufenster gerollt kam und vor das Sitzmöbel stieß, auf dem vor wenigen Augenblicken noch Sonja gelegen hatte. Wir schließen die Schwenktür auf und rannten durch die Küche. Einige Fliegen erhoben sich von schmutzverkrustetem Geschirr und flogen wild durcheinander. Dann erreichten wir den Hinterausgang. Wohin jetzt? Komm, ich habe eine Idee. Ich zog Sonja hinter mir her. Wir hörten den Roboter, wie er im Gebäude gegen die Wände stieß, versuchte zu manövrieren. Schließlich hatte er es geschafft und tauchte hinter der Häuserecke auf. Wir hatten etwa einen Vorsprung von 200 Metern, doch er verringerte sich sekundlich. Dann schoss er sein Netz ab. Nur knapp verfehlte er uns. Schnell! Ja! Ein weiteres Netz flog in unsere Richtung und diesmal wurde Sonja darunter begraben. Einen Moment zögerte ich, dann rannte ich weiter. Nein! Lass mich nicht hier zurück! Bitte! Alex! Ich antwortete nicht, sondern lief weiter. Um die nächste Ecke und dann nochmal. Mein Weg sollte mich zu Tom's Rifles führen, einem Laden für Schusswaffen. Mit einem Maschinengewehr würde selbst ich eine Chance gegen diesen Roboter haben. Da war das Gebäude. Es war mittlerweile anders angestrichen worden, aber die bauliche Charakteristik war erhalten geblieben. Scheiße! Tierbedarf! Oh Mann, wie konnte ich auch annehmen, dass es Tom's Rifles auch nach 40 Jahren noch gibt? Vor Wut schlug ich gegen die Scheibe. Ein Tierskelett sah mich grinsend hinter dem Glas an. Ich rannte weiter. Gab es denn keinen anderen Waffenladen? Doch dann sah ich ein Schild an einer Häuserwand, auf dem eine Revolvertrommel abgebildet war. Mist! Da war schon jemand vor mir da! Wenigstens brauchte ich mir keine Gedanken zu machen, wie ich reinkam. Das hatten andere Plünderer schon erledigt. Als ich den Geschäftsraum betrat, fehlten tatsächlich die Gewehre in den Ständern. Ich durchsuchte alle Vitrinen und schließlich fand ich einen Revolver, dazu etwas Munition in einer der Schubladen. Dazu kam ein Fernglas und ich entdeckte noch etwas. Hinter dem Verkaufstresen lag ein handlicher Baseballschläger. Jahrelang war ich nicht mehr so gerannt und das nicht nur, weil ich so lange geschlafen hatte. Auch vorher war ich nie der Sportlichste gewesen, aber nun holte ich das letzte bisschen Energie aus mir raus. Ich nahm mir jede mir erdenkliche Abkürzung, um vor dem Roboter und Sonja den Zoo zu erreichen. Und tatsächlich kam ich etwas eher an.
Durch das Fernglas konnte ich erkennen, dass das Netz mit Sonja auf der Ladefläche der Maschine lag. Ich hatte mich hinter einer Gruppe Schaufensterfiguren gestellt, die vor dem Eingang des Zoos anstanden. Nun war der Roboter nur noch wenige Meter von mir entfernt. Er stoppte, drehte seinen Kopf in meine Richtung. Ich zielte und schoss. Alex! Ich hatte getroffen. Und anscheinend auch etwas Wichtiges. Diverse Ego-Shooter in meiner Jugend machten sich also doch bezahlt. Der Oberkörper des Roboters wirbelte wild herum und es dauerte etwas, bis sich der Körper wieder stabilisierte. Dann fuhr er seinen Greifarm aus und schlug in die Menge der Schaufensterfiguren. Kunststoffköpfe wurden zerschmettert, die Figur eines Kindes an der Hüfte entzweit. Ich sprang vor und schlug mit dem Baseballschläger gegen den Greifarm, doch ergebnislos. Der Roboter schoss ein weiteres Netz ab, doch diesmal verfehlte er mich. Nun erreichte ich die Ladefläche und mein Schläger hinterließ Dellen auf dem Kopf des Roboters. Er fuhr vor, dann abrupt zurück, versuchte mich abzuschütteln. Doch ich schlug ihn in Rage immer wieder zu und schließlich ging er einfach aus. So als hätte man ihm einfach den Stecker rausgezogen. Kein Piepsen, kein Summen, keine Funken, die aus irgendwelchen Öffnungen raussprühten. Ich hörte nur noch mein angestrengtes Atmen. Alex, ich dachte, ich meine, ich bin so froh, dass du zurückgekommen bist. Meinst du, ich überlasse so eine Traumfrau einem Blechkumpan? Komm her. Die Figuren, die die Zoobesucher darstellen sollten, schienen uns im Schein der Fackeln hämisch auszulachen. Ich hielt den Revolver fest in der Hand und hatte Sonja den Baseballschläger überlassen, falls noch eine Überraschung auf uns warten sollte. Ich nahm eine der Fackeln und schließlich kamen wir zu unserem Käfig. Die meisten Figuren, die uns beim Sex zusehen sollten, waren umgefallen. Ich sah nach den Reifenspuren des Rollis. Zunächst deutlich erkennbar, dann jedoch immer schwächer werdend, verloren wir schließlich die Spur. Wo ist denn nur hin? Ich wusste nicht, wie finster es sein kann. Ja, so war es vermutlich auch im Mittelalter. Keine Straßenlaternen, kein Licht in den Häusern, nur die paar Fackeln hier. Hast du das gehört? Ja, das kam von da hinten. Komm! Da steht der Rollstuhl. Das ist das Raubkatzengehege. Da, auf dem Boden. Nur undeutlich konnten wir die Gestalt erkennen, die sich über den Boden schleppte. Was hatte der alte Mann vor? Mr. Solomon, geben Sie auf, wir sind bewaffnet. Ihr habt alles kaputt gemacht. Sie haben George auf dem Gewissen. Warum haben Sie ihn umgebracht? George, ja, mein Partner und Freund. Er hätte es verstanden. Wir haben ja kaum noch etwas zum Verfüttern. Viele unserer Tiere sind bereits gestorben. Der Zoo ist zu wichtig. Aber er war Ihr Freund. Der Fortbestand der Arten steht an erster Stelle. Und er war nun überflüssig geworden. Es gab ja ein neues, ein potentes Männchen. Kommen Sie da raus! Nein! Shiva hatte seit einer Woche nichts mehr zu fressen. Mein letzter Dienst. Shiva? Der alte Mann kroch weiter bis zu einem etwa 1,50 Meter hohen Gitter, zog sich daran hoch und bekam einen Hebel zu fassen. Mit beiden Händen umfasste er das Metall und ließ sich dann zu Boden sacken. Ein Fallgitter öffnete sich und zunächst geschah nichts.
Doch dann hörte man ein Geräusch vom Inneren des Gebäudes. Nun sahen wir Shiba, ein großer, vermutlich sehr alter Tiger, der aber dennoch geschmeidig rausgerannt kam, zunächst an Solomon schnupperte und dann zubiss. Nein! Wir müssen ihn da rausholen! Es ist zu spät, Sonja. Es ist zu spät. So, jetzt weißt du, was in den letzten Monaten alles geschehen ist. Wie heißt du überhaupt? Ben Jacobs. Weißt du nicht mehr? Most Wanted Super Idol. Ben war monatelang auf der Nummer 1. The New Love Machine. Sagt mir nichts, aber ich war auch noch nie ein Freund von Plastikpop. Ich mag lieber ehrlichen Rock. Ja, mein Opa auch. Okay, du bist jetzt über alles informiert und... Hey, jetzt mach etwas aus deinem Leben. Etwas aus meinem Leben machen? Ich kann nur singen. Tja, dann heißt es umschulen. Ich glaube, wir haben noch keinen neuen Zoodirektor. Haha, sehr lustig. Und was ist denn jetzt mit den ganzen Leuten passiert? Darauf seid ihr gar nicht eingegangen. Später. Wir haben jetzt noch einiges zu tun. Du weißt, wir sind nur noch 120, aber... Aber ich habe schon einen Plan, wie wir die Bevölkerungszahl erhöhen werden. Ach, wie denn? Wir befolgen einfach Herbert Solomons Anweisungen. Kommst du, Sonja? Gehen wir zu dir oder zu mir? Sie hörten Zukunftschroniken, der letzte Zoo der Welt. Alex Rubio, Pascal Runge, Blue Monday, Stefanie Preis, Herbert Solomon, Werner Wilkinen, George, Marco Schmidt, Ben Jacobs, Philipp Stiegemann, Janet Gates, Charlie Koch, Adam, Alex Bolte, Raupenroboter, Sebastian Schmidt, Passanten, Laura Katharina Schmidt, Nadine Most, Christoph Sobol, Klaus Neubauer. Intro Jörg Buchmüller. Credits Alex Bolte. Regie, Cut und Sounddesign Daniel Schiepe. Idee und Skript Frank Hammerschmidt. Lektorat Michael Gerdes. Musik Mein Ohrenkino Soundtracks und Kudla über Jamendo. Titeltrack Jokey One. Jingle Rap, Moto Tracks mit Stefanie Preis und Pascal Runge. Text Frank Hammerschmidt. Bildbearbeitung Alexander Löbel, Velvet Photos. Model Marieke Niklisch. Cover Design und Artwork Thorsten Adams. www.ta-mediadesign.de. Das Hörspiel untersteht der CC-Lizenz 3.0. Ein Hörspiel für das Hörspielprojekt 2018. Seid ihr jetzt fertig? Ihr wolltet mir noch erzählen, was wirklich passiert ist. Hallo? Mann, ach kommt schon. Das ist doch so ziemlich unbefriedigend für mich. Hallo?
Ja, liebe Franke, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner 20. Folge. Meine Güte, 20 Folgen, eine halbe Stunde sind ja schon 10 Stunden Hörspiel-Power. Meine Güte, wer will das alles hören? Also, ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg, noch ganz viele weitere Folgen für die Zukunftschroniken. Und ich hoffe, dass du wie immer heißen Stoff hast, den man lektorieren, einsprechen und auch hinterher hören kann. Ja, also ich wünsche dir auf jeden Fall noch gutes Gelingen weiterhin und natürlich auch ganz viel Spaß beim Schreiben. Das war's schon. Bis denn. Tschüssi. 20 Folgen der Zukunftschroniken. Frank Hammerschmidt, da hast du ganz schön was auf die Beine gestellt. Ich muss sagen, für mich ist es immer ein absolutes Highlight, wenn eine neue Ausschreibung zu einem Casting der Zukunftschroniken kommt. Ich sitze dann gleich da, scrolle durch die Rollen durch und denke mir, wen könnte ich mir denn in welcher Rolle vorstellen? Und bin jedes Mal wieder baff, wie die Leute das interpretieren, welche Stimmungen sie reinbringen und welche Facetten von ihnen zum Vorschein kommen. Jede Geschichte ist anders, worauf man sich aber verlassen kann, das ist wirklich die hohe Qualität, die hier zutage tritt. Und zwar nicht nur von der Geschichte selbst, sondern auch von den Sprechern, von der Musik, von der ganzen Geräuschkulisse, dem Cover, die ganze Bearbeitung, die Organisation um das Ganze. Und ich hoffe, dass noch ganz, ganz, ganz viele weitere Folgen erscheinen werden. Also, Frank Hammerschmidt, brav hinsetzen und weiterschreiben. Und die Hörer, brav hinsetzen und weiter zuhören. Man hört sich. Tschüss, Birgit Arnold. Hallo, mein Name ist Lisa Cardinale. Ich spreche mit Steffi Preis und Jan Langer in einer der Hauptrollen von White Trash Area. Ich habe mich sehr gefreut, als ich damals eine Nachricht von Frank Hammerschmidt erhalten habe, in der er mir mitteilte, dass ich nun endlich auch eine Rolle in den Zukunftschroniken sprechen darf. Bei allen Mitwirkenden möchte ich mich bedanken. Ihr macht einen super Job. Macht weiter so. Bis bald. Hallo, liebe Hörer der Zukunftschroniken. Hier ist der Sarge. Auch ich spreche in dieser Serie immer wieder mal eine kleine Rolle mit, was mir sehr großen Spaß bereitet. In diesem Sinne wünsche ich euch sehr viel Spaß und gute Unterhaltung mit den Zukunftschroniken. Euer Sarge. Hallo, mein Name ist Vera Bunk. Und ich habe heute die Ehre, etwas über die 20. Folge der Zukunftschroniken sagen zu dürfen. Ich meine, es ist ja schon toll, dass man überhaupt eine Serie so lang am Leben erhält. 20 Episoden, ich meine, wow. Also erstmal herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall von mir an Frank Hammerschmidt. Und ich finde es total fantastisch, dass er das macht und mit so einem tollen Team auch als Unterstützung immer wieder ganz tolle Sachen halt auf den Markt bringt. Und das auch noch für umsonst und mit so einer Ambition an der Sache arbeitet, das finde ich ganz großartig. Und das gehört auf jeden Fall in die, Hörspielwelt, so eine Sache. Und es ist ja auch immer wieder super, mal in die Zukunft einzutauchen sozusagen. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich Teil der ganzen Sache auch sein durfte und freue mich auf jeden Fall auf weitere Episoden und wünsche ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und Spaß an der Sache hauptsächlich. Und ja, mach weiter so, Frank. Die Zukunftschroniken sind für mich utopisch, unterhaltsam, beklemmend, fantastisch. Innovativ, originell, düster, überraschend, akustisch bombastisch, detailverliebt und zeichnen sich immer durch eine sehr stimmige Sprecherauswahl aus. Und das alles auch noch in einem Veröffentlichungstempo, bei dem man meinen könnte, Frank hätte mehrere Persönlichkeiten, die alle an verschiedenen Geschichten gleichzeitig schreiben. Zukunftsvision oder wahre Präsenzbegebenheit? Glückwunsch auf jeden Fall zur 20.